Willkommen zu den Motorradnachrichten. Heute geben wir ein paar spezielle Nachrichten, ein paar spezielle News ein von der MotoGP, Industrie und auch zu gewinnen gibt es was. Erkläre ich dann später, was es ist und was du dafür machen musst, damit du das gewinnen kannst. Also dranbleiben. MotoGP. Pre-Test war in Katar und es hat sich herausgestellt, dass eigentlich Jack Miller so das ganze Feld so ein bisschen dominiert hat und unter anderem auch, und das ist eigentlich der Brüller, das erste Mal jetzt auf der Werks-Ducati und schon neuen Rundenrekord in Katar mit 1,53,18 aufgestellt. Und das ist eine ordentliche Hausnummer, bin ich natürlich ganz happy. Ich selbst habe ja Jack Miller in Almeria schon getroffen, ist ein wirklich total entspannter Typ, total lockerer Typ, ganz ein netter Typ, überhaupt nicht überheblich. Der war in der Box mit allen anderen Leuten, mit uns mit dabei, hat seine Reifen selber gewechselt, hat seinen Sprit an der Tankstelle selber geholt, war komplett alleine dort und war so ein lustiger Kerl ohne Schmarrn. Und in Almeria, da ist er auch ein paar Mal geradeaus gefahren in den Kies rein beim Anbremsen gegen gerade, weil er es nicht glauben hat können, da nicht später bremsen zu können. Und jedes Mal, wenn er da im Kies war, ist er dann auf der Startzielgeraden mit einem Wheelie an uns vorbeigefahren, wenn wir an der Startziel gestanden sind, und hat noch so gemacht, gegrüßt. Also echt ein geiler Typ. Freut mich richtig für den, dass der hier bei dem ersten Prätest im Endeffekt so das Feld dominiert und so dermaßen schnell war und das gut harmoniert mit der Werks-Ducati. Ich denke, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist eigentlich schon so ein Titelanwärter. Das wird heuer spannend. Und Platz 2 und 3, Platz 2 hat Vinales eingenommen im Prätest und auf der 3 Quartararo. Was natürlich interessant ist, dass der Vinales immer so schnell ausschied oder von den Zeiten, auch von den Tests richtig gut ist und irgendwie in den Rennen nicht so ganz auf die Puschen kommt, auch immer relativ lang braucht, bis er schnell wird. Bei dem müsste das Rennen wahrscheinlich 50 Runden lang gehen, damit er es mal gewinnt oder öfter gewinnt. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von Vinales haltet. Quartararo auf 3 im Prätest, freut mich auch sehr. Quartararo habe ich getroffen in Valencia mal kurz an der Rennstrecke. Ein ganz lieber Kerl, ein ganz netter Kerl, ganz ein braver Typ. Freut mich irrsinnig auch für ihn. Der hat natürlich letztes Jahr viel abgeliefert, hat sich, denke ich, dann den Druck selbst ein bisschen hoch gemacht, also die Latte sich selbst sehr hoch gesetzt und hat sich dann ein bisschen schwer getan, diesen Druck wieder zu, oder diese Leistung zu reproduzieren. Hoffentlich schaut es dieses Jahr besser aus. Somit wird es extrem spannend. Marquez hatte zwar gedacht, dass er beim ersten Katar-Rennen mitfährt, hat sich aber jetzt doch umentschieden, war schon am Pitbike, war schon im Portimao-Testen mit dem MotoGP-Motorrad. Ich denke, das war aber nicht das aktuelle, das war ein altes Motorrad. War wohl gut, aber hat sich dann doch für den Rad der Erste entschieden, dass er lieber den ersten Lauf, beziehungsweise die ersten zwei Läufe, in dem Fall in Katar, aussetzt. Findest du es untypisch von Marquez oder vielleicht hat er auch dazugelernt? Oder sagt man, naja, wäre er halt nur ein bisschen mitgefahren, um zumindest ein bisschen Punkte mitzunehmen, dass er halt nicht direkt auf Null fährt? Könnte man darüber streiten. Man weiß nicht so, wie es ihm geht. Laut Instagram tut er schon viel wieder trainieren. Sieht jetzt auch nicht mehr so aus, als wenn der Arm schlecht wäre. Also jetzt wieder gut aufgebaut, muskulär. Kann man darüber streiten. Natürlich wäre es umso spannender, wenn er mit dabei wäre, in der alten Form. Wenn er jetzt dabei wäre, weiß man nicht, ob er jetzt mit dem Level von Miller und Vinales Quartararo mithalten kann. Gehen wir über kurz Industrie-News, nicht wirklich, sondern eher alt. Aber ich habe einen Gebraucht-Tipp, habe ich gelesen, auf der 1000 PS-Seite, verlinke ich dazu. Gebraucht-Motorrad-Tipp würde mich selber irrsinnig interessieren, weil das einfach ein geiles Motorrad ist. Yamaha R1 RN22. Zwischen Baujahr 2012 und 2014 ist wohl so ein Motorrad, was irrsinnig gut wertstabil ist, soll man sich vielleicht jetzt kaufen, weil es nicht mehr weniger wert wird. Die hatten schon Traktionskontrolle, noch kein ABS, hatten schon den Big Bang Motor, der sich, finde ich, bei der RN22 irrsinnig aggressiv, irrsinnig kräftig anhorcht. Würde mich selber mal interessieren. Ist wohl ein geiles Motorrad in Kombination, wenn man noch Straße fährt und hin und wieder Rennstrecke. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn man mal von so einem nicht unbedingt alt, aber älteren Supersportler einen Test machen würden. Mich würde es interessieren, weil die Technik damals bei Yamaha eigentlich schon nicht so schlecht war, aber dass die RN22 doch so ein bisschen als das Biest bekannt war bei den Yamahas. Zwar nicht die Leistung hatte, wie jetzt die 49er und so weiter, aber doch dementsprechend viel Leistung im mittleren Drehzahlbereich gehabt haben muss. Interessant, verlinke ich den Artikel von 1000 PS mit allen Sachen, auf was man drauf aufpassen soll, unten in der Beschreibung.
So. Was haben wir noch? Genau. Gehen wir über zu uns, also mich als Meindl quasi. Meindl-News mehr oder weniger. Wir sind jetzt zu zweit. Christoph steht hinter der Kamera, bedient die zweite Kamera. Hallo Christoph. Christoph ist jetzt als Teilzeit bei mir und unterstützt mich ein bisschen im Videoschnitt, Produktion, Filmen und so weiter, weil doch jetzt sehr viele Aufträge auch von Industrie und so weiter kommen, die ich alleine wahrscheinlich nicht mehr so richtig bewerkstelligen kann und zumindest jetzt mal auf Teilzeit mal jemanden habe, der mir einfach unter die Arme greift, währenddessen, dass ich mit Kunden, mit euch telefoniere, der Videoschnitt weitergeht oder umgedreht oder die E-Mails beantwortet werden und so weiter. Da ist irrsinniger Bedarf da. Die Industrie hat jetzt anscheinend durch das, dass wir hier auch durchgezogen haben, über den ganzen Lockdown Events gemacht haben, Tests gemacht haben, so ein bisschen auf mich Aufmerksamkeit bekommen und gesagt, naja, schauen wir mal, was wir dem Meindl hier vielleicht für ein paar Aufträge geben. Hat mich irrsinnig gefreut. Es geht auch direkt weiter. Da kommt jetzt Christoph nicht mit nach Portimao und Jerez. Kurz noch zu Christoph. Christoph hat ein Studium, macht gerade seinen Bachelor in eben Film- und Marketingbereich. Der kennt sich da somit gut aus und hat dementsprechend alle Qualifikationen für genau diesen Job. Und wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft noch mehr Inhalt, noch mehr Content, noch hochwertigeren Content einfach liefern können auf dem Kanal für euch. Bei mir geht's weiter jetzt. Ich fliege morgen nach Malaga. Beziehungsweise ich fliege nach Malaga, fahre dann nach Portimao. Das letzte Portugal-Event, quasi kurz vor dem MotoGP-Einsatz dort. Freue mich nochmal irrsinnig dort zu fahren, habe Schüler, habe Kunden dabei, wir machen einen schönen Test, das Wetter soll geil werden. Und im Anschluss fahren wir direkt noch nach Jerez und machen wir nochmal 3 Tage in Jerez auf der Rennstrecke, auch Coaching mit Schülern von mir. Und dann fahre ich meinen Sprinter hoch. Mein Sprinter stand jetzt seit November mit allem Equipment, mit Motorrädern, deswegen habe ich keine Motorräder mehr, in Spanien quasi überwintert und jetzt ist aber das letzte Event und jetzt fahre ich den quasi auf Achse hoch, werde ich quasi 3 Tage auf der Straße unterwegs sein. Genau, was haben wir noch? Genau, Foto der Woche auf Instagram. Der André hat mich markiert in Instagram mit einem tollen Foto aus Aragon mit seiner BMW S1000 Doppel-R mit der aktuellen, richtig geiles Bike, optisch schön. Der André ist auch richtig zügig, schaut richtig toll aus, sitzt richtig cool am Moped oben, hat die Linie gut getroffen, würde mich freuen, wenn ihr mich da noch öfter markiert in Instagram, dann stelle ich das Foto ebenfalls bei den Nachrichten mal vor. Einfach unter den Hashtag Meindl Racing mich in Instagram markieren, dann suche ich mir da mal hin und wieder ein paar Bilder raus. So, Gewinnspiel, es gibt zu gewinnen. Zum einen, ich fange mit den nicht so tollen Sachen, oder in Anführungszeichen nicht so tollen Sachen an. Das ist eine PS-Zeitschrift vom Dezember 2020. Und jetzt sagt wahrscheinlich der eine oder andere, was soll ich mit dieser Zeitschrift machen, warum soll ich die gewinnen? Aus dem Grund, weil ich habe da nämlich einen Artikel drin. Und wer die nicht mehr zu kaufen findet, diese Zeitschrift, da ist ein Artikel von meinem Tracksheet in Brünn. So, da ist quasi alle Tipps und Tricks zu jeder Linie, zu jedem Bremspunkt, zu jeder Kurve, was für spezielle Sachen die Kurve hat und so weiter, ist damit quasi aufgeführt. Kostet normalerweise bei mir auf der Homepage 5 Euro. Gibt's hier in der Ausführung von der Zeitschrift von der PS vom 12.2020. Und ich habe noch ein paar da und eine davon verlose ich. Tu auch gern eine kleine Grußkarte mit dazu. In dem Fall, wenn du die gerne haben möchtest und da mitmachen möchtest bei dem Gewinnspiel, schreibst du einfach in die Kommentare Hashtag Tracksheet. Gewinner verlose ich dann beim nächsten Nachrichtenvideo. So, was haben wir noch? Renngrip hat uns hier einen Luftdruckprüfer geschickt. Und den Luftdruckprüfer, wir haben den getestet, der ist sehr genau, hat keine Batterie, ist analog, hat seine Vorteile. Ich habe eigentlich einen digitalen auf der Rennstrecke, ich weiß nicht, wie oft, dass da die Batterien schon leer waren oder ausgelaufen sind. Von dem her ist es eigentlich ganz gut, dass der analog ist. Man hat einen schönen Luftablasser quasi hier, man muss da nicht extra runtergehen, hat hier einen vernünftigen Anschluss mit einem vernünftigen Gummi, der auch schön dicht ist. Man muss da nicht mit irrsinniger Gewalt draufdrücken und die Anzeige ist noch okay. Es gibt größere, die kosten aber dann auch 150 Euro oder so und der ist eigentlich so in einem mittleren Preissegment und ist sehr genau. Ist besser als der kostenlose von der Tankstelle. Den gibt es bei mir zu gewinnen. Den versende ich dann an denjenigen, der das gewinnt. Hier, um den zu gewinnen, einfach in die Kommentare Hashtag Renngrip schreiben. Und dann wähle ich da jemanden aus mit dem Zufallsprinzip. Und bei den nächsten Nachrichten tue ich den dann quasi
bekannt geben. So, das Ganze kommt in so einem Täschle. Da ist Schweißband für einen Bremsflüssigkeitsbehälter mit drin, Schlüsselanhänger von Renngrip und noch zwei Aufkleber. So, das ist in einem schönen Täschle, finde ich ganz gut. Kann man ins Werkzeug reinschmeißen, ohne dass der Luftdruckprüfer irgendwo beschädigt wird oder gedrückt wird vor irgendwelchen anderen Werkzeugutensilien. So, das war's mit den Nachrichten. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Wenn ihr das Format möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare auch weiterhin. Gebt mir gerne natürlich einen Daumen hoch für das Video und abonniert auch den Kanal. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.